Der Zugang zum 12.000 Quadratmeter großen Besitz von Rudi Guttendorf im Westerwald führt über die Rue de Fabian. Benannt nach dem gleichnamigen Sohnemann, den der Vater im stolzen Alter von 63 Jahren in die Welt gesetzt hat. Das ist immer ein ganzes Glück, der Junge, der entwickelt sich hervorragend und kümmert sich auch um mich. Das ist das Glück meines Lebens. Fabian und seine australische Mutter Marika. Das Wertvollste, was Weltbotschafter Rudi Guttendorf von seinen Reisen mitgebracht hat. Geschenke wie das 600 Jahre alte Holzbild aus Bolivien oder der 800 Jahre alte Bilderrahmen aus Nepal zeugen von der Wertschätzung, die der Globetrotter weltweit erfahren hat. Mein Wunsch war und mein Traum immer, den Beruf mit zu verbinden mit die Welt sehen. Und das habe ich gemacht wie kein anderer. Ein Leben wie im Flug. 55 Trainerstationen, davon 35 im Ausland. Kasi, come on! Auf 5 verschiedenen Erdteilen. Der gebürtige Koblenzer hat seine Spuren hinterlassen in der Fußballwelt. Keine Frage, der Mann hat eine Menge Herzen erobert. Die der Fußballfans und so mancher Frauen. Ich war ja immer auch im Blickpunkt und Erfolg gehabt. Abgesehen von Misserfolgen da und da und da rausgeschmissen. Das ist natürlich, was Frauen auch fasziniert. Und da war es auch leicht, eben Bekanntschaften zu machen. Und da habe ich natürlich auch Gebrauch von gemacht. Denn welcher gesunde, durchtrainierte Mann will das nicht auch, eine hübsche Frau neben sich zu haben. Sein Haus gleicht einem Museum. Rudi Guttendorf mit Helmut Kohl, mit Willy Brandt, mit seinem Ziehvater Sepp Herberger, mit Ephraim Kishon und Reinhold Messner. Begegnungen mit Berühmtheiten gab es reichlich. Bundesverdienstkreuze, immerhin 2. Von nichts kommt nichts. Sein Lebensmotto bis ins hohe Alter. Fuchsberger hat mir gesagt, alt werden ist nichts für Feiglinge. Das heißt, alt werden ist hart. Und da muss man auch etwas für tun. Die Bewegung ist außerordentlich wichtig. Ich könnte noch heute einen Bundesliga-Club trainieren. Mit 2 jungen Assistenten. Gut trainieren. Denn meine Erfahrung, die zählt viel. Erfahrung, über die auch seine aktuellen Schützlinge reichlich verfügen. Weltmeister wie Wolfgang Overath und Horst Eckel. Mit seiner Traditionsmannschaft hat Guttendorf inzwischen über 1 Million Euro für soziale Zwecke eingespielt. Doch rasten möchte er deshalb noch lange nicht. Auch wenn er sich inzwischen immer häufiger im Westerwald aufhält. Es ist praktisch Heimat. Man muss auch, wenn ich auch Clubtrotter war, in der ganzen allen 5 Kontinenten immer weg war, muss man doch einen Fixpunkt haben, dass man weiß, wo man hingehört. Fabian ist 23. Rein rechnerisch könnte sein Vater auch sein Urgroßvater sein. Ein jung gebliebener Urgroßvater. Und er ist sehr modern, up to date. Er will immer wissen, was es für neue Internetprodukte gibt. Er möchte immer noch wissen, wie man E-Mails schreibt und wie man SMS schreibt. Das sind Sachen, die ich ihm mit viel Freude beibringe und zeige. 86 Jahre und reif für die Insel. Selbst wenn es diesmal nicht Samoa, Tonga oder Fidschi wäre, wo er überall Nationaltrainer war. Auch auf einer unbewohnten Insel käme er klar. Vorausgesetzt, er dürfte 3 Dinge dahin mitnehmen. In erster Linie ein Bild, Foto, mit meiner Familie, mit der Marika und mit meinem Sohn Fabian. Dann an zweiter Stelle würde ich eine ganz tolle Waffe mitnehmen. Das ist hier ein Gurkha-Messer, was ich in Nepal bekommen habe zum Abschied. Ich habe da die Nationalmannschaft trainiert. Dann als drittes würde ich in der Hoffnung, dass, wenn mal ein Schiff strandet, die da auf die Insel kommen, dass da auch ein paar Fußballer dabei sind oder Einheimische, die ich dann jagen kann bis an die Schmerzgrenze. Denn das sind ja vielleicht Stehgeiger, die sich nicht bewegen. Also die 3 Sachen, die würde ich mitnehmen.